Jo, meine lieben Bändiger, willkommen zurück zu Temtem. So, ich muss gestehen, ist ziemlich lange her, dass ich gespielt habe. Hallo, toll. Ich muss allerdings gestehen, wir teilen einen Atem, den ich mit Temtem habe, bevor wir in die Stadt zurückkehren. Also, ich ging nämlich eigentlich davon aus, dass ich jetzt zu dieser Zeit eigentlich woanders sein werde. Das erkläre ich alles in einem extra Video bald. Jedenfalls, ich habe keine Ahnung mehr. So. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Das war doch irgendwie Wasser und so. Das heißt, es wäre ganz gut, hier scharfe Blätter zu machen. Genau. Nee. Nee, das kann ich nichts anderes machen als das. Na, versuchen wir mal. Aua. Jedenfalls habe ich mir noch heute gedacht, so, ey. Temtem muss wieder Temtem auf, weil ja, ich habe gemerkt, dass am Donnerstag oder Freitag die letzte Folge gelaufen war. Rrrt. So, machen wir da. Das ist schwer gerade. Aua, ich sollte aber vielleicht mal Haku rausnehmen, dass es so weitergeht. Bam! Randale! So. Misugi? Okay. Ja, Randale ist richtig, so. Ich glaube, ich gebe ihm mal eine Salbe. Weil Randale irgendwie profitiert davon, dass wir Haku jetzt dabei haben. Aua. Ja genau, hau dein eigenes Paharo weg. Warum nicht? Sehr schön. So. Mann. Gut. Ich, wie gesagt, ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Das ist ewig her, dass ich jetzt gespielt habe. Das liegt aber in allen Spielen, so muss ich ehrlich gestehen. Haben wir die noch? Die ist leer leider. Okay. Okay, wir haben nur noch eine Salbe. Wegen Haku. Ich glaube, ich packe Haku dann einfach mal zur Seite. Und wir springen mal ein bisschen rum mit unseren Temtem. Bis wir beim nächsten Heiler sind. Oh, das ist wirklich krass, wie viele Natur-Temtem man hier finden kann. Nur kurz einen Spaziergang macht. Klasse. Hey, bist du von hier? Jetzt zeig mir deine Temtem-Moves. Meine Temtem-Moves. Zeig ich dir meine Temtem-Moves. Auch das Kapi. Da, also man behält ja trotzdem Sachen in Erinnerung. So. 33, ey. Was ist das? Wir haben Wurzeln in Onward-Fesseln. So. Giftbombe. Puff. Das ist leider schon nicht genau. Algenschwall. Dann werden wir vor und fügen dem ganzen Team Schaden zu. Wie dem ganzen Team. Aber nur dem Gegner, oder? Also gegnerischen Team. Hoffe ich mal. Mach ich das oder mach ich das? Nee, das kann ich gar nicht machen, weil das ist irgendwie beides. Nee, er hat letzte Anstrengung gehabt. Ich wollte sagen, es gab ja noch so eins, das hat sich geheilt durch. What the fuck? Alter. Übertreib mal. Ach komm, ernsthaft. So, aber auf jeden Fall zu Temtem wurde ja jetzt auch eine Roadmap gemacht, also was jetzt dieses Jahr alles kommen soll. Bin sehr gespannt. Finde es etwas, ja, kontraproduktiv und schade, dass das Questlog, also das, wo man sieht, was für Aufgaben man noch hat, etc., erst zum Ende des Jahres kommen soll.
Das ist ein bisschen hinderlich. Weil du kannst ja so deine Quest nicht ansehen oder beziehungsweise auswählen. Deswegen gehst du hier hin und denkst dir so, hier, ich will mal meine Aufgaben angucken. Hier, das ist ein Emote. Da, Aufgaben geht aber nicht. So. Alter, wo kommen wir denn ganz hin? Weil müssen wir auch mal heilen hier, ne? Okay, der will nicht kämpfen. Ah, hier sind wir wieder. Alles klar. Temtem-Maschine, Temtem-Maschine. Hallo? Ah, jetzt haben wir mit F. Nicht mit E. Ah ja, jetzt müssen wir ja zu Carlos wieder zurück, weil wir diesen Besotto, genau Besotto, ihre Dings abgenommen haben. Ihre Kleidung. Aber wir können keine 10 Stück kaufen. Dann machen wir so. Kann ich denn was anderes verkaufen vielleicht? Haben wir da was? Nee, ne? Nö. Sieht nicht danach aus. Na gut. Hoffen wir mal, dass das erstmal reicht. So. Kuponi Nanga Hochweg Riesenbayern. Centerio Omni. Warum könnte. Ich finde das gut, dass es da so erklärt ist und bei den anderen dann so erklärt und denkst so, hä? Hä? So, wir müssen zu diesem Riesenbayern. Gut, dann gehen wir mal hier so lang. Nee. So, ab aufs Brett und Gegner. Ein Pefki. Oh, Pewki. Pewki. Aber keine Zeit. Wie? Oh. Falsches. Ja. Falscher Knopf. Huch. Falscher Knopf gewesen. So, dann hier lang. Hallo Neuler. Oh, was ist das denn hier? Oh Gott, die Tasten vergessen. War das Haus hier vorher auch schon? Hallo? Nicht schon wieder, wie ich bereits sagte, ich gebe keine Türvideos. Warte, wer bist du noch gleich? Ah ja, ich erinnere mich an dich. Von der Narwal, nicht wahr? Der Fan. Ich bin geschmeichelt. Du hast aber auch einfach eine Karte schreiben können, statt den ganzen langen Weg anzureisen, aber. Also. Dieser Paparazzo sucht nun hier. Oh nein, ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Er ist mir schon seit das Schwert von hoch oben auf den Fersen. Bettelt nach Interviews, macht unerlaubt Fotos. Das ist einfach furchtbar. Tatsächlich hat er dir ein paar Pensums angeboten, um mich aufzuspüren. Und ein Bild von dir. Oh, wunderbar. Einfach wunderbar. Kannst du mir dabei helfen, ihn loszuwerden? Erzähl mir einfach, dass ich weiß auch nicht, in die Pankow-Hochlanden bin, um eine extreme Sportszene zu drehen. Irgendwas Verrücktes. Hauptsache, er verschwindet. Klar doch, mein Idol helfe ich gerne. Okay, das mache ich. Nein, ich bin noch in die. Okay, das mache ich. Toll, gib mir Bescheid, wenn es funktioniert hat. Ich kann es, also ich muss sagen, ich kann es nur irgendwie mitdenken, wie nervig das einfach auch für manchmal für Stars und so weiter sein muss mit diesen Paparazzos und so. Ich meine, ja, sie haben sich entschlossen, in der Öffentlichkeit zu leben, was aber nicht bedeutet, dass man ihn auf Schritt und Tritt 24/7 folgen muss und überall Fotos machen soll. Auch wenn wir Menschen natürlich sehr von Skandalen, Klatsch und Tat, ja, sagen wir mal, leben und es unterhaltet so. Ninis flexibel? Was? Was ist denn Ninis flexibel? Moment. Unflexibel. Erhöht mit jeder Runde, die den Timtim auf dem Schlachtfeld bleibt, Angriff 8%. Alter, was? Ist das heftig? Das heißt, der Angriff erhöht sich jede Zeit, also die ganze Zeit. So. Hallo. So. Hey. Du bist an einem Stück zurück. Das ist gut. Also sag, hast du einen Weg hineingefunden? Du hast ihnen die Klamotten gestohlen? Das ist nicht, was ich erwartet habe. Was soll's, solange es funktioniert. Aha. Okay, zieh sie an, schnell. Wenn du aussiehst wie sie und dich auch so benimmst, lassen sie sich vielleicht rein. Du hast schon mit einigen Besottos zu tun. Du kannst also vermutlich so tun, als wärst du einer von ihnen. Was soll das denn heißen?
Sieht man so, wir haben die ganze Zeit. Ja, wie zieht die denn an? Hat die im Inventar? Mama, Moment. Quest-Items. Unterschrieben, welche Items sind es? IGP-Karte, Sir. Wo sind die? Bin ich jetzt doof? Wo ist denn die Kleidung? Nee. Hä? Wie zieh ich denn die jetzt an? Wir haben nicht den ganzen Tag da, aber wo? Ich bin irritiert. Die ist ja nicht auch. Ach Quatsch, ich voll der. Warte mal. Anpassen. Da. Ja. Ich Schlaumeier. Du bestehst. Ihr Schufte sollte bereits von einer Stunde zurück sein. Und wo ist der Rest der Truppe? Nein, ich will keine Entschuldigung hören. Halt die Klappe und folgt mir. Na, sehr freundlich. Wir hätten uns so eine schwarze Uniform mitnehmen sollen. Hier sind wir ja die lebende Festung. Also gut, wenn wir das wirklich tun, dann lass es uns jetzt tun. Okay. Ha, schaut mein neuer Rekrut. Komm her, lass dich ein wenig von uns ärgern. Das ist Tradition. Fuck, warum? Ich muss ja sagen, dass die Uniform ihm echt gut steht. Boom. So. Nein, Nini. Was kann er dir enden? Fritzel. So, da. Und du machst nochmal hier. Obwohl, Quatsch. Wir haben jetzt Psy-Schub. Aua. Was ist er jetzt? Calavis wäre als Pokémon echt wahrscheinlich auch so ein Unlicht-Typ, ne? So wie es aussieht. Fumu! So, geh weg, Grandpa! Yay, der 31 für Britzel. Smazzy. Oh, das ist gut. Dann müssen wir aber die Angriffsziele hier wechseln. So. Tschüss, Smazzy. Und tschüss, Fomo. Das war so niedlich. Verdammt, du bist sehr als erwartet. Als wenn du irgendwie so die Luft aus so einem Kissen rauslässt. Na gut, das ist zwar Zeug, einfach Rabes oder zu sein. Auch mal cool, wie die sich in Luft auflösen. Flop, weg sind sie. Jetzt haben wir aber Dings wieder nicht. Das ist doch echt. Na egal. Tauschen wir halt um. Hier, komm. Zack. Komm her, Großer. Das sieht doch aus. Was ist man denn da?
Steht mit dem Gesicht zur Wand. Oh gut. So, hi. Hä? Was war das? Ich glaube, da hat sich etwas hinter dir etwas bewegt. Hast du Angst? Angst dich? Sag doch nochmal. So, Kaffee nebenbei trinken. Okay. Wir haben ein Elektro und einen Luft. Also das ist ja Elektro-Wind und ein reines Wind. Das macht dich, glaube ich, erstmal platt, weil du könntest nämlich hier unserem Lumi ziemlich schade machen wegen Elektro. Pam! Boah, das meine nämlich. Tschüss. Wir sollten sein Tuvainet abbekommen. Das ist irritierend. Ozeara, ach ja. Tauschen mal gegen Britzel aus. Sonst sind wir wahrscheinlich noch ein halbes Jahrhundert später hier. Zack. Mit Hachuichi. Aua. So. Schläft. Aua. Schon wieder aufgewacht, alles klar. Na komm, das werden wir noch aushalten. Wilde Klaue auf Dings hier und du machst Gleichstrom auf Oceara. So. Fertig. Pam! Ich glaube, ich nehme jetzt gleich wahrscheinlich die Essenzflasche mal, wa? Sehr schön, irgendwie ein Level ab. Wohl wir. Obwohl Tuya ist gerade ein bisschen verletzt, also beziehungsweise erschöpft, deswegen tausche ich mal aus. Dieses Brennen, ey. Ja. Was ist das? Ach, komm her hier. Ups. Wie gesagt, ich nehme so die Essenzflasche, von daher ist egal. So. Tschüss. Du hast von uns einen Teleboss nicht bei. Du hast bringt uns einen Teleboss nicht bei. Pah, du hast gewonnen, ja und? Ich habe wirklich was zu tun. Ich muss bei der Herren Bericht erstatten. Du bleibst hier und passt auf. Hä? Die sind mir nicht verschwunden, die ist weggelaufen, Mist. So. Oh, das heilt sogar, das belebt sogar wieder. Das ist ja geil. Soll ich dich nach vorne mitnehmen? Eigentlich ja, ne? Die Sache ist, dass wir definitiv wahrscheinlich auch ein bisschen mehr an Britzel brauchen. Hallo. Mir gefällt dein Gesicht nicht, Rückhut. Was ist denn das für eine Begründung? Mir gefällt dein Gesicht nicht. Ja, dann guck doch weg. Jetzt kommst du natürlich mit Dingern an, die nicht... du bist... Dings... Warte, stopp. Lumi. Und du bist ja Pflanze. Mini geht mal weg. Dann können wir Lumi nämlich wegen dem Dings da reinholen. Ich wollte schon Fennig sagen, aber es ist ganz... Bam. Das ist natürlich so ein richtig schöner Draufschläger. Der macht so richtig schön Schaden auch. So. Du machst mal eine Salbe auf dich, Britzel. Oh, das ist mies. Aber ist ja egal, der schläft ja nur eine Runde.
Vierfach weggesucht. Mit Crystal. Ach, das Vieh, okay. Dum, 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 dum. So, dann tauschen wir mal aus. Hab, guck mal rein. Weil Crystal ja ein Gestein so gesehen ist. Und dafür brauchen wir Wasser. Aber Froschmalz. Erstmal Taifu wegmachen. Ah, das wird wieder abschließen. Boah. Ein bisschen kritisch wird das. Piranjant. Jetzt kommt natürlich das Monster, was Dings braucht. Da gehen wir auch noch mal kurz zwischendurch raus, ist da? Zum Heilen. Lauf mal zurück, Lumi. Nicht? Das ist ja doof. Oh, ich hab vergessen, dass Britzel ja auch halb tot ist. Hier. Sorry, ganz verpennt. Aua. Okay, Crystal ist zumindest jetzt ein niedriger Schlag. Alles klar. Lumi wird ohnmächtig. Ach ja, ach nö, das Gift zieht ja weiter ab. Ja, ich werde sonst gleich zur Not einmal nochmal rausgehen und heilen. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Nach dieser Etage. Ich muss sowieso die Folge gleich beenden, das heißt, ich kann das gleich mal machen. Dun, dun, dun. Aber Quatsch, ich mach gleich Strom hier. Auch halb. Na also, Kampf. Dun, 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 dun. So Leute, ich würde sagen, ich bin die Folge dann für heute. Ja, beim nächsten Mal kümmern wir uns dann um die letzten Herrschaften hier oben. Ich werde uns jetzt mal kurz heilen gehen. Ihr denkt dran, einen Daumen drauf zu schmeißen auf das Video. Vergesst auch nicht zu abonnieren, ne? Sonst macht das ganze Jahr, sonst hilft das ganze Jahr nicht. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bye, bye.